Herzlich willkommen bei Desmond der Tester. Dieses Video wollte ich schon ewig machen. Ich weiß, ich bin immer viel zu spät und viel zu langsam. Es geht um Kinder Bueno. Schwarz, weiß, braun. Also Klassikversion. Dunkle Schokolade, weiße Schokolade. Und da wollte ich euch einfach mal mit euch drüber sprechen, welche sind denn so die besten. Ich probiere jeweils einen und sage euch meine Meinung dazu. Bis gleich. So, hier haben wir den ganz klassischen Kinder Bueno. Vielleicht sollten wir den ganz zum Schluss aufbehalten. Naja, ja. Ihr kennt ihn ja, wie er aussieht. Ganz normal. Meiner Meinung nach eine geile Sache, weil Keks dabei, Schokolade dabei mit einer geilen Füllung. Ganz schön süß. Also wenn man Lust auf Süßes hat, dann vergeht einem die Lust auch, wenn man so ein, zwei Dinger isst. Und so ein kleiner Hunger wird auch ein bisschen gestillt durch dieses Keksige. Das ist auch so, was ich so ein Problem habe, wenn ich so ein bisschen Hunger habe und was Süßes esse. Nur Schokolade oder Gummibärchen, dann wird der Hunger nicht gestillt. Und dann wird mir irgendwann schlecht, weil ich zu viel esse. Dark. Also der Klassiker, natürlich geil. Also wisst ihr ja selber, jeder, der dieses Video guckt, mag Kinder Bueno höchstwahrscheinlich. Gucken wir mal Dark. Richtig schwarz das Ganze. Ansonsten sieht er gleich aus. Und riecht auch richtig nach dunkler Schokolade. Ich probiere den jetzt mal. Hier hätte ich jetzt das Problem, dass mein Verlangen nach Süßem nicht so schnell gestillt wird, dadurch, dass schwarze Schokolade ja keinen Zucker enthält, oder meistens keinen, oder fast keinen. Und dadurch würde ich wahrscheinlich zu viel essen. Ich finde ihn jetzt, ich würde ihn nicht mehr kaufen. Sag uns mal so. Und kommen wir einfach mal zum Weißen. Kinder Bueno White. Und der hier ist ganz anders. Da ist nämlich keine weiße Schokolade drauf, sondern einfach, was ist denn das? Ist das weiße Schokolade oder der Keks? Ich glaube, da ist der Keks, doch mit ein bisschen weißer Schokolade. Da sind dann solche Brösel hier noch drauf. Und der hier ist mega geil. Ich glaube auch, die Füllung ist irgendwie anders wie bei den anderen. Also es schmeckt irgendwie, also diese Geschmackskompensation, Komposition, ist einfach geil. Ich sehe auch, dass da drin nochmal weiße Schokolade ist, so ein bisschen. Habe ich da was gesehen? Und diese weiße Schokolade, die schmilzt auch sehr schnell. Und da habe ich mich da verguckt. Naja, auf jeden Fall, das Ganze schmeckt echt geil. Mein klarer Favorit ist der weiße. Auf jeden Fall kaufen, man weiß ja nicht, wie lange es den geben wird, aber ich glaube, der hat wirklich vielen Leuten gut geschmeckt und der wird hoffentlich fest ins Sortiment aufgenommen. Der Klassiker ist natürlich auch geil, auch der schwarze ist nicht schlecht. Aber da fehlt mir halt dieses Ding, dass mein Verlangen nach Süßigkeiten nicht gestillt wird und dann würde ich einfach viel zu viele essen oder mir wird einfach was fehlen. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr ein Essen ohne Salz esst. Dann fehlt irgendwas und wenn ihr was Süßes wollt und dann ist das halt nur mit schwarzer Schokolade, dann fehlt da auch was. Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen kann. Noch kurz die Zutatenliste und so weiter für euch. Also, klarer Sieger, Kinder Bueno White. Echt, kann ich 100% empfehlen. Kauft euch einfach und vertraut mir. Und wenn es nicht schmeckt, ja. Sorry, Geschmäcker sind verschieden, aber ich denke, den meisten wird schmecken. Klassiker, auch geil. Ja, genug gelabert. Bis demnächst. Ciao.